Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Und scheinbar spawnen sie entweder sehr langsam oder gar nicht. Hier, sofort. Und los. Nachtseidenrobe. Assassinenbogen. Ui. Edler Turban. Vorwärts. Noch mehr Erfahrungspunkte. Auf meinen Befehl. Sofort. Zum Angriff. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Sie sind überall. Schließt die Reihen. Haltet durch, Männer. So, die Truhen haben wir. Verstärkt die Deckung. Bereit. Vorwärts. Bringen wir es zu Ende. Haltet durch, Männer. Hier. Schnell. Und los, in die Schlacht. So, ich gehe mal die Truhe hier plündern, während die hier unten kämpfen. Zu Befehl. Unverzüglich. Schickt sie zum Seelenfluss. So, Truhe. Silberfadenwams. Ui. Sie sind überall. Da sind ein paar nette Sachen drin gewesen. Auf meinem Befehl. Schnell! Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Bringen wir es zu Ende! Ey, da ist mal wieder eine Leuchtetruhe. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Renn! Renn noch mehr! Renn ordentlich! Gesegnete Kettenrüstung. Schließ die Reihen! Schmerzsinger. Helm des Tricksters. Schlagt sie zurück! Die Rune ruft. Vorwärts! Vorwärts! Zum Angriff! Ich glaube, die Nymphen kriegen die Speipflanzen alleine klein. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Da brennt noch mehr. Feindlicher Angriff! Du sollst nicht widerstehen, du sollst brennen. Sie sind überall! Und ja, man, bei der... Oh, wir haben übrigens das Froschleder. Das können wir ihm dann auch bringen gleich, da sind wir es nämlich los. Und ja... Level 36 können wir wieder zum Gladiator-Trainer auch gehen. Folgt mir! Schnell! Mir nach! Hat's eigentlich das genommen, dass ich das Spinnennest zerstört habe? Du hast versagt, Spinne! Ach, es ist ein verdammter Runenkrieger, die kann man nicht aufhalten.
Habe ich dir nicht genug Mädchen meines Volkes geopfert, Kreatur? Doch du konntest weder die Dryade in die Knie zwingen, noch diesen Krieger aufhalten. Vielleicht sollte ich dem Maskierten von deinem kleinen, verräterischen Handel mit mir berichten. Mich braucht er noch, aber dich... Nein, nein, das dürft ihr nicht. Ihr wisst nicht, was er mit Verrätern tut. Dann töte endlich diesen Runenkrieger. Wenn er fort ist, kann dein Gift wieder sein Werk tun. Ich will die Dryade. Sie soll zu mir kriechen wie ein folgsamer Hund. Jetzt wissen wir, warum die Kinder... Verdammt, der Runenknecht muss sterben. Ja. Besiegt den Spinnen, verfolgt den Geist des Spinnenmanns. Der Geist des Spinnenmanns scheint etwas mit dem Gift im Garten zu tun zu haben. Verfolgt ihn, wo findet es heraus? Besiegt den Spinnenmann und nehmt sein Gegengift an euch. Der Spinnenmann hatte einen Handel mit dem Kaiser, soll die Triade schwächend gefügig machen. Wenn das Gift im Wasser von ihm ist, hat es vielleicht auch Gegengift in seinem Besitz. Versucht es von ihm zu erbeuten. Hm? Auf mein Mir Kommando! Nach. In die Schlacht! Ja, der Spinnenmann ist Level 40, das heißt, wir müssen... Zu euren Diensten! Auf meinem Befehl! Zur Ehre Arnias! Schlagt sie zurück! Ja, und die Wüstenspinne ignorieren wir jetzt einfach erstmal. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Oh, du bist unter Hypnose, nicht so gut. Feindlicher Angriff! So, der Spinnenmann selber ist weg. Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten. Alles klar. So, euch kann ich ja jetzt zur Dryade zurückschicken. Gegen Gift, gut. Das heißt, Dryadenhain. Spinnennest. Sucht den Quell des Giftes und nutzt das Gegengift, um ihn zu reinigen. Es muss eine Stelle geben, von der aus das Gift ins Wasser kommt. Sucht sie und benutzt das Gegengift dort, um das Wasser des Gartens zu reinigen. Erinnert ihr euch noch, im Breath of Winter haben wir so eine Quelle vergiftet, um Kita zu bezwingen. Dies ist die Quelle des Hains, ja? Das Gegengift, die Quelle schüttet. Das Gegengift löst die östliche Flüssigkeit auf und der Rest konnten wir nicht lesen. Jo. Aber das Gift ist weg. Das Wasser ist wieder rein. Der Hain ist gerettet. Oh, wieder Erfahrungspunkte. Kehrt zur Dryade zurück und sprecht mit ihr. Ihr habt die Gefahr für die Dryade gebannt. Nun wird es Zeit, euer weiteres Schicksal zu ergründen, um mehr über die Pläne des Maskiert zu erfahren. Ihr solltet mit der Dryade darüber sprechen. Mhm. Was wir alles noch mit uns rumschleppen. Der Herz des Hains.
Jetzt wissen wir auch, wie der Kaiser einfach durch die ganzen Spinnen gekommen ist. Die waren alle Tierchen des Spinnenmanns und der Spinnenmann hat vom Kaiser Mädchen gekriegt. Deswegen. Kein Kaiser, keine Mädchen, deswegen muss er leben. Das Gift verschwindet. Der Hain erwacht zu neuem Leben. Der Spinnenmann sollte euch mit seinem Gift brechen, damit ihr dem Kaiser gefügig werdet. Ach, ich wünschte, ich könnte den Kaiser von dieser unsinnigen Vernarrtheit heilen. Doch nun zu euch, mein Freund. Was kann ich tun, um euch zu helfen? Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Darius. Er war hier und er hat von euch erzählt. Geht es ihm gut? Wo ist er? Darauf habe ich keine Antwort, aber ich habe einen Brief für euch. Gut, gucken wir mal. Wahrscheinlich wieder Cutscene, oder? Mein alter Freund. Wenn ihr dies lest, werde ich bereits im Schlund der Finsternis verschwunden sein. Ich habe die Spur des Maskierten verfolgt, von den fensterlosen Gemäuern der Stadt der Seelen bis an diesen Ort. Seine Handschrift ist unverkennbar. Hinter der Maske verbirgt sich der Zirkelmagier Hokan Ashir. Und dann muss es die Maske des Belial sein, die er trägt. Aonir, steh uns bei. Er hat seine Zirkelbrüder aus den Gräbern geholt und sie nach Süden geschafft. Ich muss ihm folgen. Wahrscheinlich wird er das Dunkelwehrgebirge überqueren. Ich ahne bereits, wohin seine Spur mich führen wird. Ich habe Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben begebe ich mich ins Ungewisse, in einen Schlund von Finsternis, die selbst der Lichtstrahl Aonirs nicht zu durchdringen vermag. Etwas Schreckliches regt sich dort im dunklen Herz des Dschungels. Ich muss handeln, aber ich weiß nicht, ob meine Kraft noch ausreicht. Nur eins lindert meine Furcht, zu wissen, dass ihr und Urias mir folgen werdet und ihr mir bald im Kampf gegen das Ungewisse beisteht. Sprecht mit der Dryade der Lebenseibe. Sie ist noch ein letzter Keim der Hoffnung, der in den verdorrten Landen Xus zu finden ist. Folgt ihrem Rat, sie wird euch den Weg weisen. Viel Glück, Freund. Ah. Ja, kleines Problemchen. Elends Segen. Was ist mit Darius geschehen? Meine Vögel haben ihn auf seiner Reise nach Süden verfolgt. Er überquerte das Dunkelwehrgebirge und verschwand im schwarzen Dschungel. Das ist ein Ort, zu dem meine Vögel nicht fliegen können. Es ist der Dschungel Zarachs. Weder die Götter noch ich können dorthin schauen. Wir haben dort keine Macht. Und dort will der alte Narr einen Zirkelmagier jagen? Er ist doch nur ein Schreiber. Was ist in ihn gefahren? Er ist mehr, als ihr denkt. Aber ein Narr ist er trotzdem, da habt ihr recht. Ihr müsst ihm helfen. Ich fürchte, er ist gefangen worden. Und das ist erst der Anfang. Der Maskierte hat begonnen, die anderen Zirkelmagier mit dem Essenztrank zu erwecken. Mit diesem Trank gibt er ihnen ihr wahres Leben und ihre Macht zurück. Unterwirft sie aber gleichzeitig seinem Willen. Er bringt den Zirkel aus dem Grab zurück? Unsere alten Meister? Ihr Götter, ich muss ihn aufhalten. Ja, ihr seid der Wächter des Phönixsteins. Ihr könnt die Invasion Xus durch Hokans Untote aufhalten. Ihr besitzt die Macht, den Zirkel zu vernichten. Und bei den Göttern, das werde ich. Ich werde Darius retten und den Zirkel endgültig von dieser Welt fegen. Die untoten Armeen haben bereits das Dunkelwehrgebirge überquert. Es muss doch einen Weg in den Dschungel geben. Niemand kann ein ganzes Land abriegeln. Es muss doch einen Weg in den Dschungel geben. Das wollte ich gerade nicht. Niemand kann ein ganzes Land abriegeln. Der Maskierte ist ein Zirkelmagier, vergesst das nicht. Aber es gibt jemanden, der vielleicht einen Weg kennt. Die Uru, eine weise Frau der Kartei. Ein Volk, das am Fuße des Dunkelwehrgebirges lebt. Sie kennt Geheimnisse über den Dschungel und das Dunkelwehrgebirge, die ich nie ergründen könnte. Sie kennt die alten Pfade des Zerbitenordens und vielleicht auch einen Weg in den Dschungel. Aber der Maskierte weiß, dass Urus Wissen ihm gefährlich werden kann. Deswegen wird Kartei bereits von seinen Armeen belagert. Er will die Uru tot sehen. Wenn ihr Wissen der Schlüssel zum Reich des Maskierten ist, dann muss ich ihr Leben schützen. Ja, zieht so schnell ihr könnt nach Kartei und zersprengt die Belagerung der Untoten dort. Rettet die Uru!
Wie gelange ich nach Katai? In Empyria scheinen alle Tore nach Süden verschlossen zu sein. Eure Vertraute, die Diebin Alia, kennt Mittel und Wege, um durch die Tore zu kommen. Und sie kann euch auch Wertvolles über den Weg nach Katai berichten. Gut, ich breche sofort auf. Danke für eure Hilfe, Baumgeist. Mögt ihr von nun an Frieden haben.